Willkommen zurück zu Kirby's Dream Land 3 hier in Ripplefield. Letzte Folge haben wir diese Welt erreicht und nun werden wir hier etwas weitermachen. Gui habe ich jetzt auch mal wieder mitgebracht. Ich glaube, Gui kann auch Abilities aufnehmen. Nur geht das, glaube ich, nur im Multiplayer. Ja, ich habe mich da ein bisschen erkundigt. Ja, man kann ihn im Multiplayer benutzen. Es gibt hier einen Multiplayer in dem Spiel. Also falls ihr dieses Spiel mit euren Freunden spielen wollt, ist das auf jeden Fall möglich. Ist da oben vielleicht ein Stern? Nee? Nee, schade. Ist ein guter Ort gewesen für einen Stern, ne? Aber hier muss man aufpassen. Typisch für Welt 2 Kirby, dass hier überall Fallen rumliegen. Bei denen wir aufpassen müssen. Hä? Hab ich was verpasst? Ja, habe ich. Hier kann man runter. Oh, wie süß. Pup, 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 pup. Wenn ich nach oben gucke. Hier nach oben schießen? Gerade ging es noch. Aber das ist, finde ich, süß. Das ist ganz nett. Oh, hey! Kain ist wieder hier. Na gut. Dann kann ich ja direkt mal auf ihn schwimmen, ne? Oh. Chuchu ist auch hier. Wie das aussieht. Also, obwohl das Spalte nach oben geht, kann ich damit nur geradeaus angreifen. Okay. Ja, wir nehmen auf jeden Fall keinen, weil das ist ein Wasserlevel. Sorry, aber da ist meine Auswahl offensichtlich. Aua! Aua! Also meine Ability weg. Nicht so gut. Was? Wie hat das nicht funktioniert? Okay, müssen wir aufpassen, falls wir alle... Ah, Sterne wollen... Obwohl, nee, schaut mal. Wenn man keinen hier hat, dann kann man ja super easy durchschwimmen. Ich weiß nicht, wie es mit Chuchu ist, aber... Mit keinen ist es auf jeden Fall super easy. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Gui rauszuholen war mal wieder ein Fehler. Deshalb, Gui, komm mal her. Stimmt, beim Bosskampf wollte ich ihn ja eigentlich benutzen, aber habe ich dann wieder vergessen. Mach ich beim nächsten Mal. Ich werde dran denken. Vielleicht. Ah, stimmt, das war cool. Ja, oder? Gehen wir durch die Tür? Ich schätze, wir gehen mal kurz durch die Tür. Oh! Hey! Okay, dem Arm. Ich glaube, der möchte einen Schirm haben, oder? Verdammt, aber die Ability habe ich jetzt schon weggelegt. Die war ganz am Anfang des Levels. Die habe ich leider unter Wasser verloren. Und die kommt jetzt wahrscheinlich nicht mehr wieder, oder? Nee. Hier ist schon das Ende des Levels. Das ist ein wirklich cooles Level gewesen. Ja, ich habe seinem Kumpel leider nicht geholfen. Das werde ich dann fix nachholen gehen, nachdem ich mir das One-Up hier schnappe. Blam, blam, blam. Blam. Okay, ich muss sagen, ich habe echt Glück gehabt. Ich wurde oft getroffen, aber ich konnte mich ständig heilen. Und ich finde es übrigens lustig, wie das hier aussieht mit ihm. Und da finde ich es auch lustig. Und jetzt haben wir ihn glücklich gemacht. Mhm. Und ich glaube, jetzt müssen wir einfach nur das Level beenden und dann ist die Quest abgeschlossen. Ich glaube, er wollte einfach nur so einen lustigen kleinen Fisch sehen. Und oh, das ist ja hier ganz schön. Ich habe übrigens ein paar One-Ups bekommen. Nicht wundern, dass ich einfach mal mehr Zahlen unten habe als vorher. Ich muss aber sagen, die Ability mit ihm ist nicht sehr vorteilhaft, nicht sehr gut, wie ich finde. Aber wie auch immer, du bist ein Papa von dem Jungen und das nehmen wir mit. Was soll man sich mitnehmen? Muss man wahrscheinlich neu machen, oder? Okay, ja, ist okay. Ich war nicht full heal, deshalb. Was auch immer. Nächstes Level. Und da ist ein Aal drauf. Muss ich mir jetzt Sorgen machen. Bam. Boah. Weg mit der Ability. Ich brauche definitiv eine neue. Ja, das ist schon viel besser. Und oh, wie süß der Waddle Dee. Oh. Oh, sorry. Oh, nein. Ich bin so böse. Ja, den Stern nehmen wir schon mit. Den Leben kann ich gut gebrauchen. Weil ich werde keine Save-Sets machen in diesem Spiel. Halt, ich werde einmal ein Save-Set machen, aber das werde ich dann noch erklären später. Obwohl, ich glaube, das brauche ich sogar gar nicht. Nee, ich glaube, ich mache gar keine Save-Sets. Aber ja, mal. Was bist du? Schwinde. Pff. Willst du mir Angst einjagen? Oh, den Arme. Den lasse ich in Ruhe.
Aua. Ich hab gesagt, ich lasse dich in Ruhe und so dankst du mir? Oh. Ja, I guess. Wir können mal wechseln. Süß. Vor allem, wenn man sich dreht, wie süß das aussieht. Ja, das ist knuffig. Ja, hier ist kein Wasser mehr. Dann können wir jetzt Rick benutzen. Denn der schmeißt Kirby. Oh. Aber da war gerade eine Blitz-Ability. Die hätte ich dann doch lieber. Die ist dann schon besser, glaube ich, mit Rick. Weil da macht er so... Warte. Ja, genau das. Diesen Laserstrahl. Ich glaube, das ist auch das gleiche, was Kirby macht. Aber da bin ich jetzt auch nicht sicher. Oh Gott. Kann ich unter Wasser die Attacke... Aua! Unter Wasser die Attacke einsetzen? Was ist ein Hai? Ein Torpedo-Hai. Oh, der ist böse. Ah! Was war das denn? Ekelhaft. Ah, weg hier. Was? Achso, aber ich kann von der Seite noch dran kommen. Okay, ich muss nur eine extra Ehrenrunde drehen. Und jetzt. Komm. Yeah. Also ich muss sagen, das Spiel macht echt Spaß. Es ist echt chillig. Und ich glaube, das Beste an dem Spiel bisher ist die Grafik einfach. Find's aber lustig. Und Minigame mal wieder. Und da ist der Aal. Müsste ich mir den merken, wo er ist? Oder was muss ich? Ja, hier. Yay! Okay, muss ich kurz konzentrieren dafür. Wenn ich aber blinze, dann weiß ich es nicht. Okay, einmal noch. Der zweite hier. Ja, okay. Not bad, not bad. Wahrscheinlich kriegen wir dann am Ende des Levels... Oh, der hat mich angeguckt. Am Ende des Levels dann eine Belohnung dafür. Er schwimmt da, kann er ruhig machen. Stört mich nicht. Moment, nur zumindest noch nicht. Und yeah. Ich weiß nicht, warum ich einen Hamster unter Wasser mitbringe. Leute, tut das nicht. Das ist eine sehr schlechte Idee. Tut euren Hamster nicht unter Wasser. Ich will euch nur daran von abraten, ja. Ich möchte nur gesagt haben. Ich finde immer noch so lustig, wie er nicht einsaugt, sondern einfach nur so die Gegner so in seinem Mund. Ah, whatever. Scrolling Level, by the way. Langsames Scrolling. Wollen wir schnell? Und wie geht das? Wie ist das möglich? How is this possible? Man muss mich schnell durchbewegen. Unter, unten. Weg mit dir. Bam. Der grillt ein Hai. Bestimmt in irgendeinem Land ist das Delikatesse. Es gibt immer Länder, wo Tiere, sonst was, Delikatessen sind. Naja. Ich meine, manche Fische kann man ja ruhig essen. Andere jedoch. Weiß ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall Tiere, die würde ich niemals in meinem Leben essen. Wo in anderen Ländern aber Delikatessen sind. Und yay, hat Spaß gemacht. Juhu, boing. Okay, komm Rick. Beenden wir das Level. Boing. War zwar nicht, was ich wollte. Ich wollte diesen riesigen Stern dort haben, weil der führt wahrscheinlich so einen ganzen Punkt auf unten. Aber egal. Oh, da sehen wir einen süßen braunen Frosch. Da bin ich dabei. Was ist du denn? Gibst du mir eine Ability? Achso, ja. Okay, Schirm. Ihr seht, ich mache dann Kirby einfach so einen kleinen Pinball. Ist keine wirklich gute Ability, meiner Meinung nach. Da gibt's bessere. Und ich habe das Gefühl, ich hätte einen anderen Anime Buddy nehmen sollen, weil warum gab's denn überhaupt zur Auswahl? Aua. Ich habe nicht einen einzigen davon mitgenommen. Und ich glaube, rechts war auch noch was. Wie auch immer. Jetzt bin ich schon hier. Jetzt ist es egal. Wenn da rechts was war, dann habe ich das verpasst. Meine Güte, bin ich lahm. Und wie habe ich den noch getroffen? Drei Türen! Oder noch mehr? Warte. Ich gehe erstmal in die untere hier. Ich muss irgendwo anfangen. Ah! Ja, ich glaube, es ist offensichtlich, wen ich nehme, oder? Der Fisch for the win! Aber nicht die Ability.
Nee, nicht Ability. Oh, die ist super unter Wasser. Oh, ey, was hatte das denn hier? Oh, das ist ein Gegner. Moment, nein, das ist kein Gegner. Doch, es ist ein Gegner. Boah, ist das böse. Bam! Okay, das war jetzt ein Gegner. Aua! Das war jetzt ein Gegner. Das ist kein Gegner. Aber was ist denn hier? Höh, ist eine Secret-Tür. Bonus-Stuff. Nice. Und das erinnert mich total an Dreamland 2. Da gab es auch sowas, aber ein noch viel fieser. Da kann ich mich erinnern. Und da oben ist ein Gegner. Oh, hier ist eine Tür. Ist hier eine Wand? Nee. Ich muss gucken, wo ich denn rein möchte. Sind hier noch Türen? Nee. Da oben könnte noch was sein. Oder... Oh nein, jetzt habe ich schon das Scrolling angemacht. Oh, da war bestimmt ein Bonus, oder? Oh nein. Oh nein. Ich sollte nicht so schnell springen. Erstmal gucken. Aber Kain ist leider sehr langsam. Deshalb muss ich mich beeilen und gleichzeitig auch nicht. Und hier ist die Kultur. Eine weitere. Wieder Bonus? Sieht nicht so schön einladend aus. Also auszusehen, GUI geholt. Ja, Bonus. Hier sind Sternchen. Aber echt ziemlich viele. Bosskampf! Aua. Bam. Bam. Ah. Was hat er vor? Kommt auf mich zu. Wow. Da dasht er. Bam. Bam. Schnell. Nein. Komm, er hat nur noch ein Leben. Kann ich ihn aufsaugen? Ah, krieg ich die Spike Ability. Nice. Oh, habt ihr den Sound gehört? Das mussten wir scheinbar mitnehmen. Und dafür brauchten wir dringend die Spike Ability. Okay. Das war aber ziemlich einfach, das zu bekommen. Wow. Okay, da können wir nicht lang. Ich will es mal austesten. Manchmal geht's und manchmal nicht. Hö, was? Kann ich da hoch? Nee, da bin ich nur, da falle ich nur langsam. Okay, ich sage ganz kurz so aus, als könnte ich da hoch. War schon krank wäre, genau. Krass wäre. Und warum haben die so einen komischen Sprite, die Tintenfische? Die erinnern mich so ein bisschen an so ein... Als wenn die aus Super Mario auf dem SNES. So sehen die aus vom Sprite her. Naja, was soll's. Das ist jetzt wieder ein längeres Level, habe ich das Gefühl. Aua. Aber auch wieder vorbei. Oh, und wir haben sein Kind zurückgebracht. Süß. Yay. Yeah. Okay, was will ich machen? Genau das wollte ich. Perfekt. Ich weiß nicht, ich versuch's nicht mal. Ich habe nur so ein bisschen versucht, so ein bisschen abgetimt, aber jetzt auch nicht so richtig heftig. Und das ist ein pinker Vogel. Ich kann mir vorstellen, was dieses Level hier werden wird. Aber es scheint eine ganze Wasserwelt zu sein, die zweite Welt. Da habe ich nichts gegen. Ganz ehrlich, teilweise finde ich es schade, dass die Sterne nichts machen, außer wenn du genug hast, den One-Up zu geben. Auf der anderen Seite finde ich es aber cool, weil das sind wie so Münzen in Mario, nur halt mit einem höheren Wert. Und irgendwie finde ich das cooler. Also irgendwie, ich finde die Sterne sind ein coolerer Münz-Mario-Ersatz. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wie auch immer. Ich find's cool. Am Anfang war ich, in Dreamland 2 war ich auch schon skeptisch. So, hä, weiß ich nicht, wie ich das halten soll. Sieht aus wie ein Collectible, aber man braucht's nicht. Aber mittlerweile finde ich es eigentlich schon ganz cool. Ist ja was Chilliges, was man sammeln kann, muss man aber nicht. Hä? Ich glaube, hier wäre jetzt kein wahrscheinlich gewesen, oder? Den haben wir aber schon. Weil mich das da hinten hin drängt, gehe ich jetzt extra hier lang. Weil ich glaube, hier kann man nur lang mit Kain. Kann das sein? Aua. Gib mir mal die Ability.
Oben, unten. Okay, unten ist. Aua! Wurde von der Fledermaus gebissen. Nicht gut. Unten ist eine Tür. Nicht den Rücken zukehren den Gegnern. Das ist keine gute Idee. Was ist denn dann oben? Oh Gott, hier geht es aber lange weiter. Das sind aber einige Abilities. Ich weiß gar nicht welche. Ich hoffe, ich habe jetzt keine weggelegt, die ich dafür brauchte. Ups. Dann werde ich das wohl nachholen müssen. Und da komme ich nicht durch. Soll ich den einfach mal hier lassen? Ups. So mache ich das nicht. So, soll ich ihn einfach mal hier lassen? Ich weiß es nicht. Oh, am besten wäre es, wenn ich GUI entferne. GUI entferne. So. Weil ich kann die Leben jetzt gerade noch gebrauchen. Also Keim müsste eigentlich da bleiben, oder? Ich möchte mich hier nur ein bisschen umschauen. Ich möchte mich hier ein bisschen umschauen, bevor ich mich entscheide, wo ich lang gehe. Da brauche ich Steine-Ability und irgendwas Rundes? Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Vielleicht war das ja dieses Aufpieksen, das habe ich leider jetzt verschwendet. Hier ist ein Stein. Merken wir uns das, falls wir den brauchen? Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was ich in dem Level anfangen soll. Brauche ich keinen? Brauche ich ihn nicht? Ich meine, hier kommt man nur ohne ihn hin, weil der Weg zu schmal ist. Wing, wing, wing. Wie süß immer Kirby am Schwimmen ist. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Spiel süß ist? Falls nicht, dann wisst ihr es jetzt. Ich gehe jetzt einfach durch die Tür. Ich bin jetzt schon zu weit hier reingedrungen. Ich muss jetzt ohne ihn hier durchkommen. Auch wenn es wahrscheinlich ein Fehler war. Da unten war auch noch eine Tür, aber ich hatte irgendwie das Gefühl... Ich weiß nicht, ich wollte mir noch ein bisschen umschauen, bevor ich mich jetzt entscheide, da in die Tür zu gehen und dann... Ja. Und was ist denn hier eigentlich los? Oh. Hä, aber... Schaut mal! Ah! Da komme ich gar nicht ohne ihn hin. Hä? Hätte man ihn doch mitbringen können? Bin verwirrt. Bin total verwirrt. Wir sind unbesiegbar. Aus irgendeinem Grund. Da muss ich schnell Button-Mashing machen, damit ich hier endlich aus dem Loop rauskomme. Ist ja nervig, das Ganze. Da muss aber echt krass Button-Mashing betreiben. Ah, okay, da kommen wir auch nur mit Kein hin, I guess. Ich bin total verwirrt. Ich hatte wirklich gedacht, das wäre ein anderes Level hier. Also das Level wäre anders aufgebaut, meine ich. Ja, oder man drückt gegen, das geht auch. Ups. Okay. Sterne ist jetzt nicht so wichtig. Ich hatte vorhin schon genug von One-Up. Ich möchte nur lebendig durchkommen. Ohne Kratzer, wenn's geht. Oh Gott. Ich bin total verwirrt von dem Level, habe ich das schon mal gesagt. Noch ein Lolli. Hä? What is this level? I wonder. Ich glaube, hier soll ich ganz schnell durchwaschen mit dem Lolli, aber irgendwie funktioniert das nicht, weil Kirby ja so einen hohen Sprung hat. Deshalb funktioniert das eigentlich nicht so gut. Boing. Hey, dann gib mir zumindest deine Ability. Bisschen putzen, bisschen fegen. Ah. Tschüss. Weggefegt. Die Sau. Und... Ja, sorry. Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Hier ist es ein bisschen leer. Hier fehlt irgendwie ein Fisch oder... ein anderer Vogel, der so ähnlich aussieht wie du. Ah. Toll. So schwer ist das gar nicht mit dem Jumpen hier. Okay, ich werde mal ganz kurz nachgucken, was ich falsch gemacht habe. Okay, ich muss jetzt mal wissen, was wäre in dieser Tür gewesen. Oh, die Feuer-Ability. Ist das die andere Ability, die ich brauchte? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Vielleicht war es die. Moment. Also, ich glaube, ich soll diese dicke Wand durchbrechen, wo du irgendwie zwei, drei Abilities brauchst. Und dann mit ihm durch die Strömung oder sonst wo. Ist das hier Feuer? Ah, das soll Feuer darstellen. Ach, das andere ist dann wahrscheinlich Stein, ne? Dahinter war doch Stein. Ich kann mich dran erinnern. Ah. Das ist eigentlich ziemlich egal, ob ich denn das
bekommen oder nicht. Nee, ich brauch's eigentlich gar nicht. Moment. Wo war Stein? Wo war Stein? Das war hier irgendwo in der Nähe. So, wir wissen ja, das Spiel ist großzügig und Sachen, die spawnen nicht so schnell. Genau, hier habe ich jetzt die Stone Ability. Und hier links. Nein, verdammt, die Wand war weiter oben, glaube ich. Alter, wie schnell und instant dieser Steinmove ist. Normalerweise dauert das in der Luft so BAM, bis du erstmal zum Stein wirst und runterfällst. Hier bist du instant runtergefallen als Stein. Cool. Ich meine, das ist vorteilhaft. Aber man kann sich halt darin nicht bewegen. Ah, okay, einfach seitlich aufmachen. Okay. So schwer war das jetzt auch nicht. So, und wie sieht das mit dir aus? Ja, okay, einfach nur so ein Slam. Vielleicht hatten wir es auch schon mal. Das kann sein. Ich weiß jetzt nicht, welche Ability ich brauche. Ich nehme mal die hier mit, weil die finde ich am besten mit Kain. Und keine Ability finde ich jetzt auch nicht so toll. Lol. Und jetzt? Ich glaube, ich hätte einfach mit ihm das Level machen sollen. Ich habe es aber einfach nicht gecheckt. Ich hätte einfach in die Tür mal reinschnuppern sollen. Ich hätte es einfach mal tun sollen. Ich habe mich einfach nicht getraut. Ich hätte es einfach mal tun sollen. Das nehmen wir mit. Warum noch nicht? Und jetzt Speedrun hier komplett durch. Sterne brauche ich jetzt auch nicht. Genau, jetzt kann ich hier lang. Hier ist bestimmt das, was ich suche, oder? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Hier ist der Vogel. Was ist eigentlich seine Ability? Oh, das ist seine Elektro-Ability? Oh, ich habe das in irgendeinem Spiel schon mal gesehen. Ich glaube, das war... Wo war das? Ich weiß nicht mehr. In irgendeinem Spiel habe ich aber genau diese Ability schon mal gesehen. Und das macht jetzt alles Sinn, dass er das von diesem Vogel ja hat, die Ability. Okay, ich werde kurz das Level beenden mit dem Vogel und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe mich leider treffen lassen und meine Ability ist jetzt weg. Aber ich glaube nicht, dass wir die jetzt brauchen müssen. Dass wir die allgemein jetzt brauchen, glaube ich nicht. Und ich glaube, mit ihm kommen wir hier auch einfach durch, oder? Einfach von oben rüber. Einfach ein bisschen rüber fliegen und das war's, oder? Auch ganz lustig, wie man mit ihm hier rumrennt. Ich liebe es einfach. Sieht so lustig aus, finde ich. Stimmt, warte mal, die Fegen... Ah, ne, die Fegen, die kennen wir schon mit ihm. Das kennen wir schon. Fällt mir gerade wieder ein. Okay. Hast du eine Ability für mich? Nee. Na gut. Und nun? Der Blick. Freundin oder Mutter oder sonst irgendwas. Yay, danke. Und in der nächsten Folge von Kirby's Dream Land 3 werden wir dann weitere Abenteuer erleben. Seid also dabei.